Unser Widerstand ist unser größtes Gut. Die Visionen, die wir träumen, aus Fantasie erwachsen Bäume. Schau jetzt nicht weg, bewahr dir deinen Mut. Wenn noch ein kleines bisschen Hoffnung lebt, in einer Zeit, wo es schwerfällt, Hoffnung zu sehen. Das macht nichts. Erstmal sage ich mal wieder Hallo und sagen, die Versammlung hier an dieser Stelle ist eröffnet. Ich habe die wieder ordnungsgemäß vom Landkreis angezeigt. Und ihr seht, die Sonne, die scheint für uns. Und zwar jeden Montag, wie euch das auffällt. Ja, jede Woche Montag. So, die neueste Nachrichtenüberblick für euch heute aus allen möglichen Medienkanalen zusammengestellt. So wie jede Woche, auch an dieser Stelle, ist es für euch zum Nachrecherchieren, ja? Es ist nicht alles, ich möchte hier nicht auf die Richtigkeit dieser Meldungen hier pochen. Wenn ihr neue Informationen, andere dazu habt, bitte recherchiert an dieser Stelle daran weiter. Es geht los mit Deutschland. Die meiste Aufregung hier hat wohl der Herr Scholz. Hat er wohl zu verantworten. Er war in München und ist da auf eine kleine Gruppe von Menschen getroffen, wie er sagt. So, und was hat er sich geleistet? Er hat uns, die mit Friedensfahnen rumlaufen, die für Diplomatie stehen, für uns Menschen, die nicht mehr den Krieg wollen, uns hat er als gefallene Engel, die aus der Hölle kommen, beschimpft sozusagen, ja? Also früher hat das einen Rücktritt gebracht, solche Minister sind zurückgetreten. Na, heute sagen sie, Frieden schaffen ohne Waffen finden sie lustig, aber wir haben es auch hier in Gifhorn erlebt, als jemand sagt, der hat gerade seine Heizung umgebaut, er weiß gar nicht mehr, wie er das bezahlen soll, wo er sich kaputt gelacht hat darüber. Ja klar, wer so viel verdient, ja, der braucht sich um Kleinigkeiten, die uns betreffen, ja gar keine Sorgen machen. Zum Beispiel wissen diese Menschen ja auch gar nicht, wie viel der Sprit an der Tankstelle aktuell kostet. Gut, so. Im Kanal von Stefan übrigens gibt es ein gutes Motiv, eine Taube mit gefallenem Engel. Man kann sich davon Sticker machen, ja. Und ich sag's euch, damit kann uns der Scholz viel besser erkennen, wenn wir mit so einem Sticker mal rumlaufen, ja. Oder noch mehr Friedensfahnen, dann weiß er wenigstens gleich, womit er es zu tun hat. So, neue Ablenkung oder doch eine neue Angstmache, Tigermücken in Berlin. Bitte, falls ihr von einer Tigermücke gestochen werdet, sollt ihr das gleich melden, man möchte die eindämmen. Ihr wisst ja, Tigermücken, die stehen für Dengue-Fieber. Ich glaube, das ist auch eine biologische Waffe einst gewesen, das Dengue-Fieber. Naja, oder es wird verbreitet durch andere, also andere Viren können damit verbreitet werden. Da sind wir wieder bei der Virentheorie. Gut, die Bild berichtet, Hitze könnte die Fruchtbarkeit gefährden. Ich hoffe, das tragen sie auch nach Afrika, weil sonst sind die Menschen dort wirklich vom Aussterben bedroht. Oder kaschiert dies weitere Impfschäden. Denn wir wissen, die Geburten sind zurückgegangen. In Sachsen, ein US-Soldat ersticht auf der Kirmes einen Besucher. Die deutsche Justiz darf nicht ermitteln. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Es ist das, was wir alle fordern. Wir wollen gerne wieder selbstbestimmt in diesem Land sein. Und wir wollen unsere Freunde aus dem Westen, brauchen wir hier nicht zum Schutz. So. Das nächste. Der Lauterbach, er lässt nicht locker. Ab 01.01.2024 kommt die elektronische Patientenakte. Was können wir dagegen tun? Gar nichts können wir dagegen tun, aber wir können uns an die Krankenkassen wenden und sagen, dass wir dort nicht mitmachen wollen, wenn wir das nicht wollen, dass unsere Daten weitergegeben werden. Wendet euch an eure Krankenkassen, schreibt dort Briefe hin, dass ihr das nicht möchtet. Das nächste, der Mainstream hat schon mal eine Schlagzeile gebracht, Pfizer und Corona, ist das ein gigantischer Steuerraub? Diese Frage steht im Raum. Die deutsche neue Agenda besagt, Kinder ab 6 sollen demnächst in den Kindergärten komplett aufgeklärt werden.
Gott. Meine Güte, damit steigt wohl die Fruchtbarkeit wahrscheinlich, wenn die Kinder schon aufgeklärt werden. Denn bis 9 sollen sie schon erste Erfahrungen in diesem Gebiet gesammelt haben. Wohin soll diese neue pädophile Weltordnung führen? Ehrlich, das gibt's doch nicht. Pfui. Genau. Ich kann nur sagen, pfui. Deutschland. Ja, ich selber habe zwei Kinder. Gott sei Dank sind sie schon aus dem Alter raus. Ich hoffe, dass es meine Enkelkinder nicht betrifft, dass wir damit das Thema hier erledigt haben. So, trotz Widerstand, auch das, was wir hier immer schön leisten, wurde es nicht geschafft, die erste Pipeline-Abschnitt für Rügen LNG-Terminal darf gebaut werden. Schade für die Natur. Aber Natur, wissen wir, ne? Steht ja nur Klima, die Klimaagenda steht an erster Stelle und die Natur nicht unbedingt immer. So, aber wisst ihr was, ich habe eine gute Nachricht für euch. Wahrscheinlich brauchen wir nächstes Jahr hier nicht mehr laufen, weil Cannabis soll legalisiert werden. Das heißt, wir können alle in Ruhe mit völlig zugedreht zu Hause sitzen und es wird uns gar nicht mehr tangieren, was auf der Welt passiert, weil wenn es legalisiert ist, kriegen wir das auch alles gar nicht mehr so mit. So, der Verfassungsschutz, der auch oft hier steht, den möchte ich jetzt hier kurz mal erwähnen. Im Moment habe ich das Gefühl, dass da eine Verlagerung stattgefunden hat, denn er dient eigentlich nicht mehr dem Schutz der Verfassung, sondern der Sicherung des Machterhalts der Regierung. Denn deshalb werden noch immer Richter, Ärzte und Menschen verfolgt, die sich nach wirklicher Prüfung der Studienlage vor Gericht trotzdem verantworten müssen. Ja, ich sag da mal, dieser Weimarer Richter. Wir wissen mittlerweile, dass diese Masken schädigend waren. Sie waren schädigend, weil man weiß, dass der CO2-Gehalt im Blut angestiegen ist und man hat bei vielen Untersuchungen festgestellt, dass diese Maskenträger Kleinstpartikel in den Lungen hatten. Ja, kleinste Fasern, die von den Masken herrührten. Des Weiteren wissen wir, dass es keine Studie darüber gibt, die das Verbreiten einer Viruserkrankung durch eine Maske nachweislich verhindert hat. Ich kann das diese Woche noch sagen, weil nächste Woche gibt es ein neues Gesetz, und zwar schon am Freitag. Pass auf, es gibt ein ganz tolles Gesetz, das hat nämlich einen super Namen. Es heißt Demokratieförderungsgesetz. Dieses Demokratieförderungsgesetz wird uns helfen, dass wir unsere Meinung nicht mehr so doll kundtun können, denn es ist ein Zensurgesetz. Ihr werdet wahrscheinlich in vielen Medien nicht mehr die Informationen bekommen, die ihr vielleicht bekommen wolltet. Und dazu kann ich euch nur raten, ladet euch neue Browser runter, zum Beispiel Tor-Browser, geht über andere Wege, damit ihr euch weiter informieren könnt, damit ihr weiter Demokratie leben könnt. Ja, und nicht das, was uns hier diktatorisch vorgegeben wird. So, jetzt bin ich ein bisschen vom Text abgekommen. Okay, dazu nehme ich nochmal als letztes jetzt. Mitte September plant die Regierung, dass Corona nochmal losgeht. Also sie planen noch einmal diesen ganzen Kram. Ich frage mich nur, wer da noch mitmacht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass in unserer aufgeklärten Bevölkerung mittlerweile, wo wir dass 75% stehen nicht mehr hinter dieser Regierung, dass die noch mitmachen. So. Was gibt es Neues aus der Welt? In Afrika gibt es morgen den BRICS-Gipfel, ja, bei dem sich 30 weitere Staaten beitreten wollen. Es wird ein Gegengewicht sein zum neuen G7. Es wird eine neue Währung kommen für diese Länder. Und wir sind gespannt, wie sich das auf den Dollar auswirkt. Genau, die Entdollarisierung. Besonders, kann ich euch da sagen, wird die Währung schwächer werden, wenn Japan und China ihre eigene Währung stärken wollen. So, jetzt kommen wir weiter. Ich gehe jetzt mal so ganz durch die Welt durch. Russland beschuldigt die USA, besonders einige wenige reiche Männer, schuld an der Biowaffe-Covid zu sein und deren Verbreitung gefördert zu haben. Russland sagt, es hätte Beweise für die Entstehung von Covid aus ukrainischem Biolabor.
Land die Ukraine will den Gastransit nach Deutschland einstellen und hat über Moskauer Gebiete eine weitere Drohne verloren. Die USA, Trump muss sich seiner fünften Anklage stellen. Ich finde es sehr komisch, dass er immer dann angeklagt wird, wenn neue für Beweise für Bidens oder Hunters Korruptionsverdachte auftauchen. Überall Brände, überall Hochwasser. Brände auf Teneriffa, viele Quadratkilometer Wald verbrannt. Es werden Brandstifter gesucht. Ich frage euch, ob man auch Brandstifter in Maui oder Kanada sucht? Die Medien schieben es oft auf den Klimawandel, doch sie sind schon enttarnt. Hoffentlich waren es keine Klimaaktivisten, die damit versuchen, die Klimaagenda voranzutreiben. Jetzt werde ich ein bisschen sarkastisch, das ist immer so mein Ding. Ich sage dazu mal, wenn es weniger Bäume gibt, dann brauchen wir wohl dringend bodennahes CO2, damit sie wieder nachwachsen können. Ich hoffe, ich habe mich damit nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. USA, McDonald's macht Werbung. Unsere geheimen Zutaten sind unsere Menschen. Ich frage mal für einen Freund, ist das schlechte Wahrheit? Werbung oder die nackte Wahrheit? Nur so für einen Freund gefragt. So, jetzt würde ich sagen, lasst uns friedlich unseren Unmut gegen diesen Wahnsinn, die Korruption, die Verbrechen auf der Straße zeigen und dass wir als gefallene Engel besser leben und dass wir besser hier aufstehen und nicht als Versuchskaninchen dahin vegetieren müssen. Aber dann bin ich doch lieber ein gefallener Engel. So, und wir haben wieder ein Plakat zu tragen. Das Mikrofon ist für alle die offen, die noch was sagen möchten an dieser Stelle oder mich vielleicht korrigieren. Auch die, die eine andere Meinung haben, sind hier herzlich willkommen, etwas zu sagen. Ja, wir stehen hier für Meinungsfreiheit. Also, könnt ihr mich hören, ja, ne? Also, hallo nochmal an alle Gifhörner und die vielleicht von außerhalb kommen. Ich habe noch einen Nachtrag zu Niger, wo ein Putsch war. Da bekommt ja Frankreich sein Uran her für die, ich glaube, 54 Atomkraftwerke und für die 14 neuen, die sie bauen wollen, damit sie billigen und günstigen CO2 Strom herstellen. Und das können sie nur, weil sie eben das Uran aus dem Niger bekommen. Niger ist sehr arm. 80% der Menschen in Niger sind nicht an den Strom angeschlossen und die Franzosen lassen sich nicht mal dazu herab, ein kleines Atomkraftwerk in Niger zu bauen, damit die Leute eine Grundversorgung haben. Ist das human? Nein, ne? Finde ich nicht. Also ich halte da gar nichts von. Ich könnte ruhig noch was machen. Und nicht nur das Gold abziehen. Gold. Die neue BRICS-Währung, die ist auf dem Goldstandard Edelmetalle. Sie wollten auch Rohstoffe nehmen, aber Rohstoffe kann man schlecht woanders hinterlegen. Deswegen haben sie sich auf Edelmetalle festgelegt. Der Peter Böhringer, der hat in einer Aktion mit anderen Deutschen deutsches Gold aus Amerika zurückgeholt über die Bundesbank und 50% der Goldreserven, die Deutschland mal hatte. Deutschland hat seine Kriegsschuld bezahlt. Die haben das als Pfand da behalten, Amerikaner. Aber es fehlen noch 50% des Goldes, also unseres Goldes, die liegen noch in Amerika. Und ich finde, die müssten wieder zurück, weil alle Schulden sind beglichen, die Reparationszahlung. Ne? Ich hoffe, das wird auch eines Tages geschehen und dass wir vielleicht auch zum Goldstandard kommen und eben Gold haben, wo wir eben eine harte Währung mit aufbauen können. Zusammen mit den Drittstaaten und natürlich auch zusammen mit Amerika. Ja. So, und einen habe ich noch, das sind zwei Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag läufig. Einmal aus England, wo viele Wissenschaftler dargelegt haben in Studien, dass das eben angeblich diese mRNA-Behandlung sehr starke Nachteile haben und darum eigentlich eine Körperverletzung sind. Es gibt auch eine deutsche Anzeige dahingehend in Den Haag und die sind noch in Arbeit und an die Generalbundesanwaltschaft beim Bundesgerichtshof wurde auch eine Strafanzeige gestellt wegen Hochverrat am deutschen Volk gemäß § 81 Absatz 1 und so weiter.
dass eben die Garantenstellung gemäß dem nicht eingehalten wurde und Verbrechen gegen die Menschlichkeit auch im globalen Völkermordsinne begangen wurden oder in Betracht kommen und das untersucht werden muss. Soweit ich gehört habe, ist das abgelehnt worden. Aber ich möchte es mal so sagen, da sollte man beibleiben. Wir wissen ja, dass der Herr Habert vom Bundesverfassungsgericht gerne Nudeln isst mit Leuten, die auch mal eine Anzeige bekommen. Und das ist dann so ein bisschen anrüchig, finde ich. Das müsste mal, selbst der Richterbund hat mir gesagt, es muss so sein, dass die Richter vollkommen unabhängig von Richtern ausgewählt werden. Die dürfen keinen Hintergrund in der Politik haben und schon gar nicht erstmal Gesetze machen und unmittelbar zum Bundesgerichtshof wechseln und dann sagen, ja, das, was ich damals gemacht habe, das war doch richtig, ne? Ich bin doch jetzt Richter. Ja? Das kann nicht sein, die sind nicht unabhängig. Ja, das ist eigentlich alles. Und wer möchte, kann trotzdem, es kostet nichts, eine Strafanzeige stellen. Ich habe hier eine Mustervorlage, auch wenn das abgelehnt wird, ist das wie eine Meinungsfreiheit. Jeder kann es dahin schicken und seinen Willen kundtun, auch in Schriftform, wenn er es möchte. Oder sich das einfach mal durchlesen, was da für Gesetzmäßigkeiten gegeben sind oder vielleicht übertreten worden sind. Jo, jetzt wünsche ich euch einen schönen Spaziergang. Ciao. Die offene Berichterstattung und keine Zensur. Wir fordern den Stopp der Inflation durch souveräne und unabhängige Wirtschaftspolitik. Wir fordern die sofortige Senkung aller Abgaben um 50% für eine direkte Entlastung aller. Wir fordern den Stopp des Preiswahnsinns. Nicht beeinflussen zu lassen, ja? Wir haben schon so viel durchgestanden, wir schaffen den Rest des Weges, bis endlich die Handschellen hier klicken, ja? Den Rest des Weges schaffen wir auch noch. Und wenn viele mal sagen, sie wünschen sich den Rücktritt der Regierung, hey, ganz ehrlich, in meinem Herzen sieht es anders aus. Ich wünsche mir nicht mehr den Rücktritt, ich wünsche mir wirklich, dass sie vor ein vernünftiges Gericht kommen, dass sie für ihren Hochverrat zur Rechenschaft gezogen werden, dass sie für die Verbrechen an der Menschlichkeit und das, was sie hier uns vorgelogen haben, unter Vortäuschung falscher Tatsachen, dass sie dafür eines Tages wirklich vor Gericht gehen müssen. Sie haben unsere Kinder gezwungen, sich impfen zu lassen, damit sie ihre Lieblingsjobs machen können. Sie haben unsere Kinder hinter diese Maske gezwungen, ja. Kinder, die jetzt irgendwie Gesichter malen, ja, nur mit zwei Augen, da fehlen schon mal gar Nase und Mund. Ja, das haben wir alles unserer Regierung zu verdanken und dafür sollen sie bitte eines Tages bezahlen. Wenn das in diesem Leben nicht mehr passiert, dann wissen wir, in allen Religionen ist es so, dass man eines Tages vor dem Schöpfer steht, egal ob das Allah ist oder Gott ist oder bei einem chinesischen Mann, der würde sagen,
Ja, die werden wahrscheinlich als Ameise oder als Arbeitsbiene wiedergeboren. Also in jeder Religion ist es so, dass man daran glaubt, dass man eines Tages gerichtet wird für das, was man hier auf Erden verzapft hat. Und das wünsche ich mir für diese Menschen auch, weil das einfach so viel Schaden angerichtet hat. Aber wir stehen weiterhin dagegen. Wir laufen weiter und zeigen unseren Unmut. Das ist das Einzige, was wir tun können. Und das tun wir auch weiter. So lange, bis sich hier was geändert hat. Soll ich was für dich sagen? Jetzt hier noch eine Wortmeldung? Ganz laut, ganz laut. Ja. Ganz laut. Ja, ich wurde auch gezwungen zur Impfung, weil es ein teuer gab. Du wolltest gar nicht impfen, du wolltest einmal geimpft. Jetzt leide ich das runter, jetzt bin ich frei. Jetzt kann ich nicht sagen, ich soll jetzt nichts mehr impfen. Also ihr habt es gehört, leidtragend waren ganz besonders unsere Alten, dann die Kinder. Ja, aus Solidarität, und heute wissen wir, dass es nicht so war. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn man einen besseren Wissenshintergrund hat, dass man dann dem auch folgt. Es kann nicht sein, dass immer noch auch Soldaten geimpft werden müssen. Ja, das kann ja wohl nicht sein, wenn wir alle schon wissen, was für Schäden das hervorgerufen hat. Das muss jetzt hier langsam mal beendet werden. Und ganz kurz an dieser Stelle, es ist auch schon bewiesen, dass es bei Pfizer und BioNTech, dass es unterschiedliche Chargen gab. Es ist bewiesen, Leute, es ist bewiesen. Deshalb sind einige gestorben und andere sind nicht gestorben. Ich kann euch nur sagen, alle die, die nicht gestorben sind oder keine Probleme haben, haben dann wirklich Glück gehabt, dass sie nicht diese tödliche Dosis abbekommen haben. Und ich kann mir nur für dieses Land wünschen, dass das nie, nie wieder passiert. Ja. Jetzt habe ich hier wieder so richtig emotional rausgehauen. Jetzt möchte ich euch fragen, möchte noch jemand auch etwas loswerden, was ihm auf dem Herzen liegt? So, gut, es sind hier jetzt irgendwie keine Wortmeldungen mehr. Dann würde ich sagen, dann freue ich mich beim nächsten Sonnenschein, am nächsten Montag, euch in neuer Frische hier wiederzusehen. Und ich bin wirklich immer wieder richtig glücklich, dass ich euch hier in so großer Zahl sehe. Für Gifhorn ist das eine starke Leistung. Und ihr macht mir einfach wirklich Freude ins Herz. Und genau deshalb mache ich das hier auch. So, dann würde ich sagen, für alle anderen ist jetzt hier dann die Aber von der Arbeit. Ja. Deutsche Seele, deutsches Wesen, Heimat, Heimat, deutsche Wege, deutsche Liebe.